unser braucht Verstärkung. Die Waffen scharf machen. Was geht ab, ihr geilen Glubschpos? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Infinite Warfare Beta. Ich habe in der letzten Folge am Ende etwas versprochen, dass ich diese Runde besser spielen werde und ich hoffe, ich kann es für euch erfüllen. Wir spielen auf Terminal, ich habe meine Volk dabei, das Reflexvisier. Mehr konnte ich leider irgendwie nicht freispielen, mehr ist wohl irgendwie nicht möglich, wahrscheinlich ein bisschen verbuggt. Aber zumindest haben sie es hingekriegt, die Volk, dass sie spielbar ist. Aber, so, erster Kill. Wir haben die Volk, ein Reflexvisier. Alter! Das ist schon mal etwas. Ah, scheiße, das war klar, dass ich da sterbe. Das ist schon mal etwas. Also, die Volk, die mag ich eigentlich gerne, wenn ich noch einen Vordergriff mit der hätte. Eine richtig gute Waffenversion oder allgemein einfach ein paar Aufsätze erstmal. Dann würde ich mit der auch ein bisschen mehr reißen. Also zumindest so ein Vordergriff oder was man halt noch so haben kann. Das wäre schon nice. Aber das ist irgendwie momentan nicht gegönnt. Ich hoffe, dass sie das noch hinkriegen. Alter, was ist hier los? Einfach nur. Heute ist nicht mein Tag. Habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, Kills von hinten kriege ich zumindest hin. Ist nicht viel, aber ist etwas. Habe ich ja auch schon zu Genüge verkackt. Oh. Da links, Jungs. Natürlich. Mein Team ist auch wieder special, ne? Also ich rutsch dazwischen, will ihn töten. Der braucht nur noch eineinhalb Schüsse höchstens. Und mein Team schafft es nicht, die beiden Leute, die da noch standen, den zu töten. Nein, sie sterben auch noch. Da denke ich mir auch nur so, danke, Jungs. Das kann nicht sein, Alter. Was spiele ich hier? Das ist doch nicht normal. Gestern wurden erspielt meine ersten und heute bin ich einfach scheiße as fuck. Vielleicht muss ich gleich mal die RPR Evo rausholen. Alter. Krieg ich direkt wieder alles klar, Ende. Ende, Jungs. Ende. Jetzt gibt's auf die Fresse. Okay, ich wusste gerade gar nicht, wo ich bin. So, die RPR Evo, das ist die Maschinenpistole, die sich zum Sturmgewehr umfunktionieren lassen kann. Sturmgewehr, Maschinenpistole. Kannte man ja schon aus Ghost, die Ripper. Aber habe ich ehrlich gesagt nichts gegen, denn ich habe gerne mit der gespielt. Die war sehr useful. Für die größere Distanz, so wie hier jetzt, wenn da hinten einer kommen würde, das Sturmgewehr. Und für sowas hätte man auch das Sturmgewehr gebrauchen können. Aber wenn es halt enger wird, zum Beispiel da im Flugzeug drin. Alles klar. Campen die da einfach alle in dem Raum. Dann einfach die Maschinenpistole rausholen. Ja. So sieht's aus. Jawohl, erstmal abgesnackt. Und jawohl, schreien. Als hätte man gerade eine Grenzleistung gebracht. Okay, da will keiner kommen, finde ich gut. So, wir holen uns B, habe ich gehört. Oh, oh. Boah, alter Vater, ey. Kommt da auf einmal eine Granate an. So, den haben wir. Okay, ein noch. Dann haben wir die nächste Stufe unserer Mission. Jawohl, so läuft es. Feind bei Alpha. So, da, Gegner, jawohl, Drohne. Drohne unterwegs zu ihrer Position. Wir verlieren A. Maschinenpistole rausholen, oh, oh. Drohne in ihrer Nähe. Wir verlieren Moment mal. Bravo. Die SDF wo kommen die, wo kommen A. die? Kommt der überhaupt einer? Nö. Okay, finde ich gut. Mal gucken, kommt hier jetzt einer längs? Sieht nicht so aus. Jawohl.
So, da hinten einer. Da liegt einer. Jawohl, den haben wir. So macht man das. Da kommen sie jetzt alle an. Jawohl, worden, Alter. So macht man das. Ich hab's euch versprochen. Ich spiele besser. Und ich spiele besser. Mit einer anderen Waffe, aber ich spiele besser. Gnadenlos. Weiß gar nicht. Gnadenlos war 10 Leute, ohne zu sterben, ne? Das ist doch schön, Alter. So will man sich das, so will man sich das sehen, ja. Ich rede schon wieder Bullshit. Geh mal weg. Ich hole mal eine Drohne. Ah, nein, 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 nein. Oh, shit, Alter. Was? 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 Als ob ich das gerade überlebt habe, Alter. Was? Das hätte mal der letzte Kill sein sollen. Also die letzten Kills dann in dem Fall. Ich glaube, von denen hat nicht einer auf der Minimap geguckt. Nicht einer. Finde ich gut. Und seht mal da, 40 Punkte, dann haben wir den nächsten gewonnen. Jawohl, Eck, Alter. So, hinlegen. Ich will jetzt nicht erschossen werden oder so. Gesniped von da hinten. So. Hier, Warden ist da. Wo ist B? Da? Nee, das ist... Oh, oh, ich habe das in meine Base gehauen. Scheiße, ich wollte das auf B hauen. Aber gut, da habe ich zumindest den gekriegt da. Jawohl. Was habe ich da gerade gekriegt für eine Trophäe? Zwie was? Zwitter oder was? Aua. Wusste ich doch, dass er da rauskommt. Überlebenskünstler. Nein! Oh, shit. Okay. 28-10. Gut, also wenn das nicht besser ist als das, was ich in der vorherigen Folge gespielt habe, dann weiß ich auch nicht. War aber auch bitter nötig, ey. Ganz ehrlich, das war nicht normal, was ich da gemacht habe. Was passiert hier gerade schon wieder? Ich krieg schon wieder... Ah, gerade fällt mir nichts ein, was ich sagen könnte. Ja, natürlich. Ich brauche jetzt mal wieder einen Kill hier. Das kann nicht angehen. Ja, und dann werde mir geklaut und ich werde von hinten gekillt. Es geht schon wieder los. Also nachher stehe ich 28, 38 oder so ein Scheiß. Oh, oh. Bleiben wir mal hier drin. Gut, und los geht's. B. Ach nee, C. So, jetzt gehen wir zu B. Mal gucken, ob wir das kriegen. Alter. Ich bin gleich am Ende, Alter. Ganz ehrlich. Das kann nicht eingehen, was hier schon wieder passiert. Oh, oh. Bitte keine Sniper. Oh. Come back, ey. Jawohl, wird aber auch sowas von Zeit. Es wird mehr als Zeit, ey. Nein! Steck da einfach die Waffe weg! Ich wollte eigentlich wechseln. Also, auf Maschinenpistole. So, Drohne. Jetzt kommen die hier durch. Oder auch nicht. Sag mal, lernen die nicht oder sind die alle blind und dumm? Nein! Ah, den habe ich nicht gekriegt. Da wollte ich zu viel. Da wurde ich gierig. Da dachte ich, dass die Gegner nichts können.
Also wirklich gar nichts. So, da hinten ist doch einer. Jawohl. Nein! Nein! Wie ich geflogen bin. Nö. Oh, nice. Wir haben Warden. Auf der Map sind die leider nicht so gut. Ich bin froh, dass ich zwei erspielt habe, diese Runde. Dann konnte ich zumindest sagen, ich habe zwei Wardens erspielt. Nur konnten die leider nicht viel machen, weil die Map halt des Todes überdacht ist. Also auf Throwback oder... Ja, Throwback wäre, glaube ich, echt die beste Map dafür. Unsere Gegenspieler haben die Oberrasse. Wobei auf jeder eigentlich viele überdachte Dinger sind. Auf Frontier ist only überdacht, aber da kann er durch die Decke schießen. Dann Frost, da hat man halt die große Lagerhalle rechts, ne? Also auch nicht das Optimale. Aber so viel Herrschaft ist das halt doch schon ziemlich hilfreich, denn ich glaube, bei B kann er schießen und C kann er auf jeden Fall decken. Und sobald du da halt hinrennen willst, hast du ein Problem. Wo ist der Typ hin? Ach, das war er da wohl. Mal gewesen. Oh, shit. Erobungsabschuss. Bombardement. Nein! Oh, dann kommt er von hinten. Ich hätte fast nochmal Manfred gehabt. wie heißt das Ding? Ein Warden. Ich hätte fast Manfred gehabt. Alles klar. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alles klar. Easy. Oh Mann. Ich spiele mich hier momentan. Ich habe das aber richtig häufig. Das ist eigentlich immer so. Wenn ich die Hinrunde so gespielt habe wie vor. Die Hinrunde so gespielt habe wie vorhin, dann kriege ich das auf der Rückrunde nicht wieder hin. Und ich sehe gerade, dass das mega knapp ist, das Match. 200 zu 196. 42 zu 22. Gut, fast eine 2er-KD. Gebt euch das einfach mal. In der Hinrunde hatte ich 6 Tode. Jetzt habe ich 22. Das heißt, ich habe 18 Tode in der zweiten Hälfte gekriegt. Ich verstehe es nicht. Wenn ich in der ersten Runde gut bin, ich schaffe es nicht, in der zweiten das zu halten. Das hatte ich schon in Black Ops 3 immer. Da trägt mich auf. Da hätte ich, keine Ahnung, wie stand ich da? 22,6 oder so? Das einfach nochmal. Also dann 44,12. Hätte ich gut gefunden. Aber wollte das Spiel mir nicht gönnen. Gut, ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und ich bin am Überlegen, soll ich nochmal eine Runde spielen gleich? Könnte ich eigentlich, ne? Ein bisschen Waffenspiel. Ich habe noch nie Waffenspiel gespielt. Ich glaube, das werde ich gleich mal machen und dann auch aufnehmen. Und dann werdet ihr das auch nochmal sehen. Und ich glaube, das wird dann auch erstmal das letzte Video sein. Denn, ja, es ist ja gar nicht mehr so lange, bis das Spiel rauskommt. Und wir wollen ja nicht zu viel machen. Wobei ich eigentlich schon ziemlich viel gemacht habe. Gut. Haut rein. Tschüss.